Willkommen zu einem Einblick in die Videoplattform NH Dojo. Dieses Video bietet einen Ausschnitt aus dem Kurs, der von Coach Nick Haßmann erstellt wurde und ist für alle, die mehr vom Leben wollen. Die gezeigten Inhalte sind speziell für unsere Mitglieder gedacht und ersetzen keine individuelle Beratung. Willkommen zurück zu einem weiteren kurzen Video. In diesem Video geht es um ein simples, aber effektives Grundprinzip, das ich schon ewig verfolge. Das Prinzip der falschen Mahlzeit zur richtigen Zeit. Es gibt richtige Mahlzeiten zur falschen Zeit und falsche Mahlzeiten zur richtigen Zeit. Was meine ich damit? Wie du weißt oder gleich erfahren wirst, gibt es einige Inhaltsstoffe, die wir großteils aus unserer Ernährung streichen sollten. Wie Gluten oder Alkohol zum Beispiel. Dennoch kann es Zeiten geben, in denen diese vermeintlich schlechten Inhaltsstoffe oder Lebensmittel passend oder sogar förderlich sein können. Hier sind zwei Beispiele für das Prinzip. Das erste ist der Sommer in Spanien und das Glas Wein. Stell dir vor, du sitzt im Sommer auf der Terrasse in Spanien, eines Tapas-Lokals mit deiner besseren Hälfte, Familie oder Freunden. Ihr trinkt ein Glas Wein und stoßt auf gemeinsame Momente an. Ja, Alkohol ist in jeder Menge schädlich, aber hier kommt das Prinzip zur Geltung. Es ist eine falsche Mahlzeit oder ein falsches Lebensmittel, aber zur richtigen Zeit. Und dann gibt es noch das glutenreiche Vergnügen in Italien. Ein weiteres Beispiel, stell dir vor, du bist in Neapel und sitzt in einer kleinen Pizzeria. Du isst zur Vorspeise ein Beef Tartar oder ein Carpaccio di Manzo und dazu ein selbstgemachtes Sauerteigbrot mit selbstgemachter Butter. Danach gibt es noch eine Sauerteigpizza aus dem Holzofen. Ja, das ist einiges an Gluten, aber hier kommt wieder mein Prinzip zur Geltung. Wenn du zur richtigen Zeit die vermeintlich falsche Mahlzeit isst und es sich auszahlt, dann mache es und genieße es. Denn dann hat es auch sehr viele positive psychologische, aber auch körperliche Effekte. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel zu Hause keine Ausreden mehr. Diese Produkte zu konsumieren, nur weil du einen langen Arbeitstag hattest und mit Pizza und Wein vor dem Fernseher Netflix schauen möchtest, da gibt es sicher bessere Optionen und auch mehr Auswahl und Vorbereitungszeit. Dieses Prinzip wende ich meistens auf Reisen oder in Gesellschaft an. Wenn wir noch beim Beispiel von Gluten bleiben, denke ich einen Schritt weiter, ganz nach dem Kaizen-Prinzip. Was könnte ich noch verbessern, wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass ich zum Beispiel Gluten konsumieren werde? Ich mache einfach Schadensbegrenzung und nehme eine Kapsel Gluten Digest, welches Gluten schneller und effektiver abbaut und somit die Nachteile minimiert. Ich hoffe, dieser kleine, aber entscheidende Input hilft dir, mehr Kontext im Rahmen einer optimalen, aber vor allem nachhaltig umsetzbaren Ernährung für dich zu gewinnen. Aber denk daran, es geht nicht darum, was du isst, sondern auch in welchem Umfeld du es isst. Viel Erfolg am Weg zum Besseren.